So, und damit herzlich willkommen hier zur nächsten Folge von Portreal 4. So, während ich die nächste Aufnahme hier gerade gestartet habe, hat der gute John Evans, also sprich unser Piratenfreund, mal wieder meinen Konvoi überfallen. Und ich konnte einen kurzen und hastigen Blick auf seine Flotte werfen und musste feststellen, dass in seiner aktuellen Kampfflotte 8 Schiffe drin stecken. 6 Militärkorvetten und 2 Fregatten. Also ihr wisst, was uns erwartet, sollten wir uns tatsächlich dem Kampf stellen gegen ihn. Also aktuell hätten wir da schlechte Karten, wenn wir mit 4 Großkampfschiffen da anrücken. Weil wir halt einfach mal outnumbered wären, alleine was die Geschützanzahl angeht. Wir werden also mal gucken, dass wir irgendwie nochmal an Militärkorvetten im besten Fall rankommen. Dass wir uns eventuell nochmal eine Flotte aus 8 Militärkorvetten aufbauen, um quasi eine gleichwertige Kampfstärke gegenüber unserem Piratenfreund zu haben. So, wir werden nochmal unseren Tabak abladen. So, den Rest brauchen wir erstmal nicht. So, und dann werden wir unsere Schiffe mal ausgliedern, die wir aktuell nicht brauchen. Normale Korvette, normale Fregatte, Galeone, Galeone und eine Kriegsgaleone. Wobei ich aber sagen muss, die eine Kriegsgaleone werden wir mal aufheben. In Anbetracht für später, dass wir schon mal uns vorbereiten auf einen eventuellen neuen Militärkonvoi. Aber ihr seht halt schon, alleine die eine Kriegsgaleone bringt uns knappe 200.000 an Verkaufspreis, ne? Ihr seht halt einfach mal, wie leicht man oder wie relativ leicht man an die Schiffe rankommt. So, wir werden nochmal speichern. So, und dann gucken wir nochmal. Wir schnappen uns nochmal Mannschaft. Und versuchen das gleiche Spielchen nochmal. Ihr seht halt schon, wie viel Geld wir dadurch dazu bekommen haben. Und wie gesagt, im Idealfall, wenn das immer so klappt, macht ihr in einer Runde locker mal 500.000 Umsatz. Daher, wie gesagt, aktuell in dieser Spieleversion noch ein Exploit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gedacht ist. Ist also durchaus möglich, dass das in späteren Spieleversionen irgendwann nochmal rausgepatcht oder irgendwie umgeändert wird. Das will ich damit sagen. Wir können ja mal gucken, was der Kaperbrief kosten würde. Naja, fast 1 Million. Ne? Ihr seht ja schon, wie heftig das ist. Wir müssten 2 komplette Militärkonvois kapern, um nur den Preis für den Kaperbrief wieder reinzukriegen. Das ist halt das, was ich meine. Es rechnet sich irgendwo nicht. Nicht weit von Mosquito. Oh. Scheint weiter die Segel zu sein, der Spitzbube. Hm? Jetzt drückt er sich hier irgendwo rum. Ist natürlich ärgerlich, dass auf beiden Seiten unsere Handelsflotten lang segeln. Das ist immer so ein bisschen negativ. So, was wir mal gucken könnten. Ihr kommt im richtigen Moment. Beziehungsweise, ja, die Militärkorvette können wir sogar schon bauen. Also wenn ihr militärisch der absolute Crack in dem Spiel sein wollt, kann ich euch auch den Rat geben, nehmt die Piraten als Helden in Verbindung mit England als Fraktionen. Weil ihr halt einfach mal einen mega Rabatt auf den Bau von Linienschiffen und Militärfregatten bekommt. Und dementsprechend Reparaturen und so weiter auch in eurer Werft deutlich kürzer sind. Ihr könnt also sehr, sehr schnell wieder ins Kampfgeschehen eingreifen. Wäre quasi nochmal so ein bisschen das Maximale, was ihr zusammenbasteln könntet, wenn ihr wirklich als Spieleinhalt viel auf Militär setzen wollt. Mich wundert, dass hier kein Militärkonvoi irgendwo ist, ne? Die scheinen alle irgendwo mehr Richtung Süden zu sein. So. Hier haben wir jetzt natürlich den Nachteil, wir müssen komplett gegen die Strömung segeln gerade, ne?
Darum, wie gesagt, jetzt im Nachhinein, sollte ich so eine Partie nochmal spielen, würde ich halt in der Konstellation auch mit dem Piraten beginnen. Ja, ihr könnt mir an der Stelle gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da meiner Meinung seid oder ob ihr vielleicht ein Gegenargument habt. Hm? Dass ihr sagt, ja, wobei in der und der Situation macht der Freibeuter mehr Sinn oder der Abenteurer mehr Sinn. Wie gesagt, ihr habt da vielleicht andere Erfahrungen gemacht. Ich gehe jetzt immer so von meinen Erfahrungen seit der Klaus Beta aus, die ich jetzt in der Zeit des Spiels so gemacht habe. So, tja, wir kommen halt relativ langsam vorwärts. Das ist der Nachteil. Wäre tatsächlich so ein bisschen die Überlegung. Ich glaube, die Strecke nimmt sich nicht so viel, ne? Wir könnten wahrscheinlich auch Richtung Havanna und Nuevo Filipinas segeln. Das werden wir, glaube ich, im nächsten Carpa-Durchgang dann mal machen. Macht, glaube ich, schon fast dann mehr Sinn. Weil hier haben wir A, viel Flachwasser, was uns natürlich verlangsamt. Und B, haben wir halt den Nachteil, dass wir gegen die Strömung segeln. Ja, hier in der Gegend scheinen keine wirklichen Militärkonvois zu sein, habe ich das Gefühl. Kurios. Kurios, kurios. Was mir aber aufgefallen ist, auch im Stream, als wir auf Twitch gespielt haben, die KI hat immer eine gleichfolgende Routine, wie mir scheint. Spanien liegt immer im Krieg mit Frankreich und Holland immer im Krieg mit England. Und das ändert sich auch nicht wirklich. Wie gesagt, in der Spielesession, die wir auf Twitch gespielt haben, sind wir, glaube ich, bei 30 oder 35 Stunden Spielzeit aktuell. Das sind halt immer mal Sachen, die einem immer so auffallen, je länger eine Partie läuft. So, wir dürfen als erstes anfangen. Das ist sehr schön. So. Wir werden mal gucken, ob wir hier vielleicht zweimal im Ideal verschießen können. Ja, von hier aus können wir nämlich zweimal schießen. Ja. Damit hat die Militär die Kriegsgalone nämlich auch schon mal kassiert. Zug beenden. So, jetzt ist die Militär oder die Kriegsgalone erstmal dran. Die wird natürlich auch beide Breitseiten abfeuern. Das erschließt sich mir jetzt nicht so hundertprozentig, welchen Sinn das gerade hatte. Gut, jetzt könnten wir rein theoretisch ein Schiff schon mal rausnehmen. Müssen wir natürlich gucken, dass wir da strategisch vorgehen. Ich würde fast sagen, wir nehmen erstmal die Galeone hier raus. 100%. So. Mit dem nächsten Schiff werden wir dann die Kriegsgalione rausnehmen. Mit dem werden wir dann später die rausnehmen. Dass wir erstmal die großen Geschütze liquidieren. So. Kapern wir erstmal das Schiff. Wir hätten auch hier wieder umzingelt nehmen können, aber die Taktik sparen wir uns mal für einen Ernstfall, wenn irgendwo mal was schief gehen sollte. Problem, was wir haben, ist natürlich, wir kommen jetzt nicht an die Galeone hier hinten ran, wie es aussieht, ne? 24. Hat auch 24. Da macht es keinen Unterschied. So, die Fregatte beschießt Gott sei Dank unser heiles Linienschiff.
So, und wir werden jetzt die Galeone hier. Achso, können wir, glaube ich, noch nicht, ne? 65%. Nee, da müssen wir noch mal eine Runde aussetzen. Eine Runde warten. Da müssen wir noch mal eine Runde warten. So. Wir könnten natürlich jetzt auch wieder sagen, wir benutzen umzingelt. Aber ich glaube, das sollte auch so funktionieren. Es sei denn, die benutzt ihren Granaten-Perk, ne? Dann könnte man ein Problem kriegen. Ja gut, die hat den Fehler gemacht und hat uns ignoriert. Die hat den Fehler gemacht und hat uns ignoriert. Das ist natürlich gut für uns. So, dann nehmen wir sie raus. Entern. 100% Chance. So, damit ist bloß noch eine Fregatte über und die können wir überstehen. Wenn die nicht gerade einen sehr, sehr guten Glückstreffer landet, dürfte die es in zwei Runden nicht schaffen, irgendein Schiff von uns zu versenken. Oh. Unser Schiff ist sogar schon wieder einsatzbereit. Gut, dann segeln wir mal in die Richtung. Wir hätten den jetzt zwar auch wieder hier mit umzingelt rausnehmen können, aber ja. Es wäre ein bisschen Unfug gewesen. Wie gesagt, da unser Schiff jetzt wieder einsatzbereit ist. So. Wie ihr seht, problemlos den nächsten Militärkonvoi geentert. Funktioniert, wie gesagt, wunderbar. So, dann verkrümeln wir uns erstmal wieder. So. 40 Schiffe geentert. Dann haben wir sogar durch Zufall noch einen Nebenauftrag mit erledigt. Haben dadurch ein bisschen Ruhm bekommen und haben dadurch gleich wieder einen neuen Ruhmpunkt. Ihr seid sicher hier, um Hilfe anzubieten. Und wie wir sehen, ich meine, gut, es wird auch ein bisschen davon abhängen, wie lange der Krieg läuft. Desto günstiger wird dann nach einer Zeit auch der Kaperbrief. Aber ich möchte mal behaupten, durch die Vernichtung des Militärkonvois hatten wir auch ein klein bisschen Auswirkung darauf, wie teuer der Kaperbrief jetzt geworden ist. So, dann segeln wir in Ruhe mal nach Hause. Wie gesagt, wenn ihr es nicht gerade auf die Annektierung einer Stadt abgesehen habt und jetzt auch nicht unbedingt auf den Ruhm für das Kapern von Gegnerschiffen abgesehen habt und ihr euch das Geld sparen wollt, das ist eure Möglichkeit. Ihr verliert keine Ruhmpunkte, weil ihr keinen Piratenflagge hissen müsst und könnt trotz alledem jedes Mal um die 500.000 Gewinn machen mit jeder Flotte, die ihr übernehmt. Ist also eigentlich eine feine Sache, solange sie denn noch funktioniert. So. Wie gesagt, gleiches Spiel nochmal. Wir reparieren. Ich meine, gut, die Reparaturkosten müssen wir von den Verkaufsgebühren natürlich nochmal abziehen, ist klar. Aber in der Regel solltet ihr trotz alledem dabei Plus machen. So, Besatzung. Ganz wichtig, während ihr repariert, eure Besatzung immer entlassen. Weil das sind einfach mal 4 Tage, wo ihr die Unterhaltskosten für eure Mannschaft spart. Da solltet ihr dann immer mal ein Auge drauf haben. So, dann warten wir mal, bis die Reparatur fertig ist. Ihr seht das halt schon, ne? Bei uns aktuell dauert es relativ lange. Wie gesagt, wäre man jetzt unter englischer Flagge unterwegs, wären wir sehr, sehr schnell fertig. Also ungefähr in der Hälfte der Zeit, wie wir jetzt bei Frankreich brauchen. Wären unsere Schiffe wieder repariert. Und ich glaube mich auch erinnern zu können, dass die Reparaturkosten tatsächlich auch geringer ausfallen. So. Kriegsgaleone, wie gesagt, werden wir wieder aufheben. Dann können wir uns gleich schon mal einen zweiten Militärkonvoi bauen. So, dann werden wir auch gleich noch mal dezent ein kleines Speicherli machen. So, und das gleiche Spiel noch mal.
So, diesmal werden wir allerdings mal Richtung Havanna runtersegeln. Ich denke mal, das wird anhand der Strömung allein schon ein bisschen schneller gehen, sobald wir aus dem Flachwasser raus sind. Kann Frankreich auf eure Hilfe zählen? Oh, der Kaperbrief ist ironischerweise sogar wieder ein bisschen gestiegen gerade. Pirat ist unverändert stark. Südlich von New Orleans. Okay, der ist irgendwo wieder hier in unseren Gewässern unterwegs, der Pirat. Oh. Gucken wir mal, ob wir es noch rechtzeitig bis dahin schaffen. Scheinbar ein Schmugglerversteck gefunden zu haben. So. Das hat sich mal gelohnt. Das hat sich tatsächlich mal gelohnt. So. Man kann es, wie gesagt, nochmal eine Nummer einfacher machen, indem man einfach hier vor dem Hafen rumkreist, wartet, bis einen Militärkonvoi verfolgt und den dann in französisches Gebiet lockt. Hm? Also sprich, dass ein französischer Handelskonvoi, französischer Militärkonvoi die Arbeit von euch macht. Also sprich, den Spanischen runterschießt. Im Idealfall bleibt dann der spanische Militärkonvoi über. Ihr verliert dann zwar einen französischen Militärkonvoi, aber ihr habt, wie gesagt, dann nochmal die Möglichkeit, ohne großen Kampf tatsächlich nochmal einen Militärkonvoi zu erobern. Denn auch wenn die Schiffe teilweise nicht so dolle beschädigt sind. Oh. Ja gut, das ist jetzt Worst-Case-Szenario, das muss man dazu sagen. So sollte es eigentlich nicht laufen. Aber das Gute ist, wir sind schnell genug, wie es aussieht. Können wir meine Taktik mal ausprobieren? Vielleicht funktioniert es und wir schaffen es, den in französische Gewässer zu locken. Testen wir einfach mal. Er verfolgt uns noch, das ist gut. Man sieht halt auch ganz gut, wie die KI versucht, Fahrtwasser zu ändern, ne? Um quasi unser Tempo wieder aufzuholen. So, dann gucken wir mal, ob wir es schaffen, den zu locken. Wobei der einzelne Militärkonvoi jetzt nicht so dolle stark ist. Den müssen wir rein theoretisch sogar so erledigen können. Ja. Wir machen das mal auf altherkömmliche Weise. Wir könnten unseren Konvoi rein theoretisch auch noch ein bisschen optimieren, indem wir auch auf 5 Schiffe gehen. Aber wie gesagt, ich denke mal, das passt so auch schon. Das ist jetzt natürlich nicht so optimal. Wir können die großen Schiffe noch nicht angreifen. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so optimal. Naja, das würde nochmal gehen. Müssen wir mal eine Taktik opfern? Jetzt müssen wir bloß hoffen, dass die uns nicht einkreisen. Aber das Gute ist, die haben kein Enter-Manöver. Oh. Das tat weh. So. So, aber mit dem nächsten Linienschiff werden wir auf jeden Fall die Kriegsgaleone schon mal rausnehmen aus dem Spiel. Da kann die uns schon mal keinen Schaden mehr machen. Dann kann die zumindest uns schon mal keinen Schaden mehr machen.
So, jetzt müssen wir mal gucken. Das Problem ist, da werden wir wahrscheinlich noch nicht reichen. 83%. Drückt mal den, die Daumen, dass das schon klappt. Ich habe mal Glück. Ja, sehr gut, hat schon mal funktioniert. So. So. Ist natürlich jetzt ein klein bisschen ärgerlich, dass wir die Galeone hier nicht rausziehen können. Nee, das lassen wir mal. Müssen wir mal eine Runde länger durchhalten. Ich hoffe ja mal, dass nicht irgendein Schadens-Input kommt, der dolle Schaden an unseren beschädigten Schiffen macht. So. Korvette. Zwei Korvetten. So, dann entern wir erstmal die hier. So, dann ist die nämlich schon mal raus. So, die Galeone macht einen entscheidenden Fehler, das ist schon mal gut. Das ist das, was ich meinte, ne? Der Spezialperk von der normalen Galeone. So, aber damit ist die gute auch raus. So. Jetzt müssen wir bloß noch mal zwei Runden überstehen, bis unser Linienschiff wieder einsatzbereit ist. Gucken wir mal. Das Gute ist, das ist die Korvette, die wir schon einmal runtergeschossen hatten. So. Damit ist unser Linienschiff gleich wieder einsatzbereit. Müssen wir gucken, wie wir am sinnvollsten irgendwie wieder in Reichweite kommen. Zug beenden. So, dann ziehen wir das Schiff mal ran hier. Und damit dürfte die Sache erledigt sein. 100% Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Und zuck. Flotte Nummer 3 gekapert. Ne? Ihr seht halt, wie gut das läuft. Wie gesagt, das funktioniert tatsächlich auch mit kleineren Schiffen. Also ihr müsst jetzt nicht zwangsläufig Militär- oder Kriegsgalionen oder Linienschiffe haben. Das funktioniert tatsächlich auch schon mit Militärkorvetten oder Militärfregatten. Wichtig ist halt, wie gesagt, immer, dass ihr versucht, in jeder Runde nach Möglichkeit auf beide Seiten mit Streumunition irgendein Schiff beschießen zu können. Damit ihr so schnell wie möglich halt die Besatzung runterbekommt. So, meine Freunde, während wir auf dem Rückweg sind, Richtung New Orleans, um die dritte Flotte zu verkaufen, machen wir mal eine Folgenpause. Wir haben ein klein bisschen Überlänge. Ist natürlich dem geschuldet, dass wir nochmal eine Schlacht in dieser Folge hatten. Wie gesagt, gerne Kommentar unter die Folge setzen, wenn ihr Anregungen habt oder gerne über dieses Thema auch mal diskutieren möchtet. Mich interessiert natürlich da auch immer tierisch eure Meinung zu. Ob ihr da andere Erfahrungen gemacht habt, ob ihr mit der Erfahrung auch gute Erfahrungen gemacht habt. Ob ihr vielleicht anhand meiner Tipps vielleicht auch dadurch ein bisschen erfolgreicher sein konntet. Da würde ich mich natürlich dann auch tierisch über Feedback freuen, wenn ich euch da weiterhelfen konnte. Und ja, bleibt mir nur noch zu sagen, Däumchen da lassen, gerne abonnieren, wenn ihr das nicht schon getan haben solltet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier auf den Meeren unter französischer Flagge. Bis dahin immer eine Handbreite Wasser unterm Kiel und ciao, ciao.